Und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017 mit eurer Spin, den Tricks und eurem Victor of Games. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Hallöchen. Hallo. Und einmal auf Null setzen, bitte. Danke. Gemacht. Dankeschön. Ich geh mal Eier holen. Eier. Warte mal, wollen wir auf 5 setzen, damit der andere Feld noch ein bisschen mitkommt? Können wir machen, aber nicht, dass das dann. Ja, wir können dann nur noch zurückgehen. Ja, nein! Jetzt? Ich kann den Raps mit dem Mähdrescher nicht abernten. Nee, ist jetzt nicht dein Ernst. Warte mal. Da müsste doch gehen. Mal, oder kann es sein, dass er noch nicht komplett reif ist? Der ist noch nicht komplett reif, oder? Ist der nicht noch? Na, dann machen wir mal auf 120. Wo schaffst du die Eier hin? Da müsste irgendwie so ein Korb sein. Aber das sieht doch eigentlich fertig aus. Geh mal auf. Korb. Düngt. Abgeerntet. Erntereif. Jo, da haben wir das falsche Anbauteil dafür. Läuft. Normalerweise müsste doch. Warte mal, kann es sein, weil wir mit dem nicht auf einem Rapsschneidwerk umschalten können. Ja, warte, ich gehe erstmal mit der Zeit wieder runter. So. Warte mal kurz, Vielleicht muss ich mal irgendeine Einstellung treffen. Meinst du das mit Chor? Aber bin ich noch bescheuert. Frage ausschalten. Normalerweise. Ich guck mal kurz den Shop. Ach, der Helfer? Der Helfer macht doch nichts. Ja, nee. Der fährt noch. Kann aber gut sein, dass wir das wirklich nicht ernten können mit denen, weil wir keinen Rapsschneidwerk dran haben. Warte. Traktoren, Erntemaschinen, das ist der 1660. Den aber da Rapsschneidwerk. Ja, der kann Raps. Können wir das nicht? Nee, warte. Der kann Raps. Und jetzt gucke ich mal nach dem Schneidewerk noch. Ach Mensch. Wir haben ja das. Ist das das 1030er Schneidwerk? Heißt das zufällig 1030? 14 ja, FT? Da ist aber Raps mit dabei. Ja, deswegen. Oder ist das jetzt... Hä? Schneidwerk heben, aussteigen, wechseln. Was eigentlich? Nee, das ist es ja nicht. Also, nein, Alter, das ist noch nicht erntereif. Wirklich nicht? Nein. Laut. Also richtig erntereif ist es, wenn es orange ist. Und das ist gelb. Also der 3 und die 4 sind erntereif, aber der 12 ist noch nicht so weit, denke ich mal. Das dauert bestimmt noch einen kurzen Moment. 20 hochgeschraubt. Wo ist denn das Dingsbums, der Umgrabe-Dingsbums, hä? Der Pflug. Habe ich hier, der hängt am Traktor oben dran. Ach so. Da immer durchskippen. Anderen Traktor, der oben steht. Ach, da ist er. Okay. Boah, so ein Tee ist schon was Gutes. Ja, du guckst jetzt aber nicht, das ist jetzt nämlich verschrattert. Also ich stehe hier daneben, ja. Hm. Das Problem ist nur, nicht, dass die anderen Felder schneller erntereifer sind als das hier gerade. Also auf Echtzeit umschalten und dann... Bleib du mal hier beim Raps. Ich guck mal hoch zu den anderen Feldern. War jetzt schon orange, das ist noch nicht mal gelb. Nee, die sind alle... Also ich meine jetzt von der Farbe her. Naja, es ist schon gelb auf der Karte. Also wenn du auf die Karte gehst, Wachstum, ist es gelb. Da steht zwar erntereif, aber ich glaube, das ist erst erntereif, wenn es orange ist. So wie die 3 und die 4 da oben, ne? Auf der Karte. Es ist bereit, wir können es enden. Wir können ernten. Enden? Ja. Yeah, läuft. Ja. Mhm.
Kann sein, das kann auch sein, dass es schon erntereif war, laut Karte, aber das wahrscheinlich irgendwas nicht direkt hinterher gekommen ist. Ja. So, wer will ernten? Jo. Fahren wir das Rohr aus. Also jetzt erst von mir, also. Warte. Tempomat, ich mach mal Tempomat aktivieren. Ich hab Tempomat auf 23. Weiß nicht, ob ich genauso schnell fahren würde. Nee, ich würde zu schnell. Bringen wir ein bisschen weh und fahren ein bisschen langsamer. Genau. Ich kann nur runterstellen, oder? Ich stell's nur lieber hoch, bei mir geht er immer. Ja, Level ändern mit 2 und 1. Ich? Jetzt versteht das bitte. Warte. Beschleunigt der immer noch. Hä? Warte. Ich mach auf. Ich mach auf 15. Okay, warte mal. Also musst. Also darfst nicht auf dem Numpad machen, du musst oben. Ja, ich hab's gesehen gerade. Dass es dann runter geht. Auf 1 geht's hoch und der andere geht runter. Also ich hab jetzt 15. Ja, ich muss das noch von 15, okay, warte. Also mit 3 schaltest du ein und 1 und 2 hoch und runter. Ich habe es auf 15 eingestellt wie du. Ja, lass mich das mal eben mal wenden. So. So, da würde ich jetzt geil. Sowieso kein Schaden mehr drin. Also erstmal noch 2-3 Bahnen machen und dann einzuschieben, ja. Du musst einfach nur 3 drücken jetzt, ja. Ich muss noch ein bisschen runtergehen, dann bin ich zu schnell. Sehr nice. Das ist klasse. Jo. Ja, das ist entspannt. Ich kann auch das Rad schnell da lang schalten. Danke. Das sieht doch total geil aus, wie der Landfahrt, ja. Ich hoffe, ich sehe da auf deinem Kanal schöne Aufnahmen. Bei mir? Natürlich. Gucken wir uns das ja mal hier an. Boah, alleine Lautstärke. Boah, so krass. Okay, düster von. Ja, kann ich langsam anfangen mit Kuchen? Mit Kuchen? Oh. Ah, nee, noch nicht. Ich warte mal, weil du musst von nebenbei. Ich kann noch warten jetzt, das wäre auch kein Problem. Nee. Du bist sowieso schneller mit dem Flug. Ja, deswegen sag ich ja. Ich warte noch mal ein bisschen. Du bist auf der Mittelseite in der Porsche. Immer schon mal hier die kleine Seite. Alter, wie nice das aussieht. So, dann machen wir mal ein geiles Bild hier. Die Gang wieder vereint. Jeder was anders, vor allen Dingen. Das ist echt geil. Alle auf einem Feld vor allem, ne? Ich finde das gerade total geil, gell? Das werden wir aber nicht mehr allzu oft sehen. Also wenn es dann immer mehr wird. Wirklich, ne? Wie voll ist denn dein Hänger? Hälfte, oder? Nee. 25%. Ja. Ich glaube, da lasse ich jetzt kurz mal ein bisschen vorfahren. Dann eher hier ein bisschen gucken. Guck ich ja, du bist jetzt eh auf der anderen Seite, das ist jetzt egal. Ja, mit dem fahre ich trotzdem mal mit. Fahr schon mal unten dann und warte dann unten. Ich schau mal gucken, Leute, wie viel die Schweine kosten. Nice. Das ist richtig nice. Hanni, was machst du?
Müsst ihr kurz rückwärts fahren? Ich fahr Schlangenlinien. Oh, Graslinien, halt Schnauze. Ich hab getrunken. Prost. Prost. So, möchte irgendjemand ein Thema anschneiden? Thema. Grüße. Oh ja, oh, da kann man viel drüber reden. Ach, das sieht so geil aus, ich komme doch gar nicht drauf klar, gell? Sind wir entgegengeprescht, kommen die zwei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ein Thema, wie findet ihr es eigentlich? Dass YouTube jetzt keine GEMA und so? Also ich finde es für die Publisher, also für die ganzen, sag ich mal, Hersteller von Liedern und so, finde ich das eigentlich mal richtig nice, weil erstmal dadurch wieder mehr Einnahmen haben, dass die Deutschen auch mal diese Videos auch wieder sehen können, weil jedes Mal mussten so über Umwege diese Dinger online stellen, was ja für ein Arsch war. Ja. Und das geht meines Erachtens nicht. Nee, das ist... Also, ohne Mist, ich fände es gut. Das hat zwar 7 Jahre gedauert, aber... Alter, 7 lange Jahre. Was willst du machen? Wie lang dieser Streit gedauert hat, ne? Ja, keiner wollte bezahlen. Aber... Ja, wenn es ums Geld geht... Warte. Nee, ja, ich möchte... Geld, ja. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel, was das alles gekostet hat, diese ganzen Verhandlungen, was die für Anwälte hatten. Die haben ja ganze Dinger und ganze Anwaltsbüro wahrscheinlich, die da rumlaufen. Und wenn dann auch, sag ich mal, eine Einigung kam, während die sich da auch danach einen schönen Namen gemacht haben dadurch. Und, Aber solche Konzerne haben eigene Anwälte, die sind gekauft. Ja, das sowieso. Aber die haben ja trotzdem dadurch, erreichen die ja trotzdem einen guten Status und sowas. Oh, warum habe ich jetzt einen Blinker angemacht? Keine Ahnung. Wie geht denn der wieder aus? Lampe 1 da. Ah, okay. Boah, ich hab irgendwas im Auge, es nervt gerade wie die Sau. Mach das Auge zu. Halt die Fresse. Ganze Bäume kaufen und anschauen. Ich glaube, das war so eine Pusteblume vom LS17. Das war so eine Pusteblume-Dingsbums, was dir entgegengeflogen kommt. Das hängt mir jetzt im Auge drin, ich verklag dich. Du hast doch eine Windschutzscheibe drin im Lappen. Nee, nee, hab ich gar nicht. Nee. Ich hatte gerade eine VR auf, das haben alle gesehen. Das ist ein Lauersack. Alter, überleg mal, LS17 mit VR. Oh. Das wäre übelst krass, oder? Und wenn du dann noch das Lenkrad hast. Weil ich dann noch am besten die andere, die wo du riechen kannst. Oh ne. Die ganze Zeit nach Raps verbrüdert. Und wenn du dort so bist. Echt schade, dass die wirklich nicht kaufen kannst. Du nicht. Ja, die Ideen sind aber schon irgendwo, muss ich sagen, echt also krass. Also, wo sie das bei South Park gemacht hatten, das war total geil. Ja. Die sind fort die ganze Zeit, die haben was gekotzt. Alter Twix, du läufst in meinen Strahl. Aber guck doch mal bitte oben auf dem Feld. Da ist doch auch schon eine Bahn fast an der Reihe, oder? Ich glaube, ich kann... Boah.
Ich glaube, wir müssen uns beilen. Ja, was heißt beilen? Ich kann ja eh nicht schneller machen. Ich wollte gerade sagen, was wir vor. Scheiße. Wie ihr gesehen hättest, wo der Tag wieder ausgegangen ist. Wie lange dauert das eigentlich, bis das verrottet oder vergammelt, sagen wir mal so? Weil ich, wir haben ja noch die Stufe da, wo Unkraut drin ist. Haut entfernen. Bereich. Ja gut, dann kommt noch Kraut entfernen und dann kommt verdorben oder verfault. Ich glaube, das... Ich denke mal nicht, dass er da eh da gleich verkackt, oder? Nee. Ich denke mal, da werden sie schon ein bisschen mitgedacht haben. Ich denke mal, das wird dann krasser, wenn du mehrere Felder hast. Oh ja. Und ja, dann auch große Maschinen. Wo wir dann echt Helfer einstellen müssen, was man misst. Wir haben jetzt echt noch voll die Schneidwerke und so, das alles minimalst. Das ist echt übel. Vergleich. Bei dem Mähdrescher haben wir jetzt ein Schneidwerk von 4,3 Meter. Ja, 4,3, ja. Ja, und das größte hat einfach 13,7. Ja. Und das dann haben wir. Was heißt das jetzt? Ist das die Breite oder die Länge? Ja, die Breite von dem Schneidwerk vom Mähdrescher. Okay. Ja, deswegen frage ich. Ich habe gesagt, ich kenne mich null aus. Ich habe absolut keinen Dunst. Ja, und deswegen sagen wir dir das. Ja, und deswegen frage ich ja nach, wo. Ja, und deswegen sagen wir dir das. Ach, Arsch, du. Scheiß doch gleich dein Mähdrescher, Junge. Nein, das nennt man Arbeitsbreite. Und das ist halt in Metern angegeben, wie breit das Ding ist. Okay. Das ist schon ein ganz schön großes Feld, ja? Weil der ist das. Ja. Ich glaube, da kommt nur ein bisschen Geld bei rum. Ja. Weil, guck mal. Ich mach. Ups. 1027? Auf jeden Fall zu 1027 schaffen. Ja. Jetzt. Seine Zeit. Boah, wir sind schon wieder bei fast 18 Minuten. Nee, sind wir jetzt sogar schon. Krass. Ist schnell rum. Ist echt übel heftig. Die Zeit geht rum bei dem Spiel. Wollen wir noch ein bisschen Gras gesehen, das machen wir auch noch. Wenn ihr natürlich noch Anregungen habt, über was wir uns unterhalten können, schreibt das auch gern in die Kommentare. Oh, das stimmt. Freuen wir uns auf jeden Fall auch drüber. Ja, ein paar so kleine Anregungen, über was man reden kann, ist immer nice. Ja. Ich glaube, den Hänger müssen wir auch mal sauber machen. Mach das mal. Also, du bist sowieso noch am Rechner, mach ich das mal. Ich bin bei 57%, also... Die haben scheiß Call of Duty, geht mir nicht auf den Sack, ey. Bin mit Warfare. Kauf mir das nicht, das soll mich in Ruhe lassen. Bin bei mir durch. Man müsste sich noch so grüßen können, weißt du? So. Ja, so der Hand hoch. Oder am besten doch hier so ein Funkgerät, der da in der Foto ist, die. Bei Euro Truck Simulator gibt es das so in den Müllberg-Lobbys mit Funkgeräten alles. Okay, cool. Bei welchem Euro Truck Simulator? Ich glaube, im zweiten. Den hab ich.
Ja, da gibt es ja dieses Multiplayer-Mod, was du runterladen kannst im Internet. Ach, das Ding. Ja, stimmt. Das ist auch cool gemacht. Oh, ja. Was soll man sonst noch ein Bier saufen? Oh, scheiße, das kommt ja morgen auch wieder noch Stiege, ey, wenn das so billig ist. Oh, Sven, ich hab schon wieder einen Haufen Pfand bei mir stehen. Ich würde es mal kurz anhalten. Du hab ich auch. Ich hab drei große Kästen bei mir stehen und noch zwei kleine. So läuft das hier. Oh. So, 20%. 15. Jo. Das war's. Ja gut, 93% ist fast trotzdem weg, ne? Ja, also mal wieder ein bisschen Schmack hier reinkommt. So, liebe Leute, weißt ja, was so schön ist hier mit dem Fahren. Ja, und liebe Leute, ich halte das mal an. Wollen wir die Aufnahme erstmal beenden, oder was? Ja, wir sind bei 21 Minuten. Da halte ich kurz an. Wer hat denn anmoderiert? Du. Ich würde sagen, Sandro, du das mal abmoderieren. Moderiert ab. Alles klar. Dann warst du auch wieder mit Alice. Sitzen war das, ne? Ja, immer noch. Und dann soll ich mich auch nochmal bei euch bedanken. Das war jetzt die fünfte Folge oder die sechste Folge, die wir aufgenommen haben. Oder sieben? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sind schon über 5 Folgen. Und da würde ich meinen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Alle anderen, die mitmachen, hier seht ihr auch unten verlinkt. Beiden. Oder am Endscreen. In dem Sinne. Tschüss. Ciao.